Die Glaubensgemeinschaft Stocks Always Go Up, also jene, die glauben, dass Aktien nur steigen können, besonders Aktien aus dem amerikanischen Tech-Sektor, haben derzeit ein Problem mit der Empirie, mit den Fakten. Also die Kursdaten geben ihre These nicht gerade Rückenwind. Wir haben jetzt den schlechtesten Handelsmonat für den Nasdaq gesehen seit der Finanzkrise. Hat der Crash also begonnen? Wir wollen uns dieses größere Bild mal anschauen unter der Oberfläche mit ein paar interessanten Einblicken vielleicht, wie die Lage sich derzeit wirklich darstellt. Und die war ja jetzt im April nicht gerade, naja, erfreulich für die Bullen, muss man sagen, gerade für diejenigen, die im Tech-Sektor unterwegs waren. Der Nasdaq, wie gesagt, mit dem schlechtesten Monat seit der Finanzkrise, seit dem Jahr 2008, selbst im Corona-Crash, hat der amerikanische Tech-Index nicht einen so schwachen Monat absolviert. Wir sehen hier auch die Dickfische mit Apple minus 3,6, Microsoft über 4%, Google schwach, aber vor allem Amazon schwach mit minus 14%. Wir sehen also, dass jetzt auch die Generäle angeschossen werden. Das war ja lange anders. Da waren so viele Aktien aus der zweiten, dritten, vierten Reihe, die praktisch schon gecrashed waren. Aber die Dickfische, die Amazons, die Apples, die Microsofts, die haben das Ganze oben gehalten. Jetzt sehen wir, dass immer mehr von diesen Schwergewichten angeschossen werden aus dem Fang-Bereich. Eine Netflix ist schon kaputtgeschossen gewissermaßen, eine Meta, also Facebook. Wir haben eine Amazon und, und. Also da hat es schon ein bisschen gekracht, wenn wir uns mal die Sektoren anschauen am Freitag. Da war alles tiefrot im Minus. Manches war noch etwas mehr im Minus. Real Estate auffallend, also Immobiliensektor, Information Technology über 4%. Und vor allem am schlechtesten Consumer Discretionary, also Dinge, die man kaufen kann, aber nicht kaufen muss. Also eher Sachen, die man sich gönnt, als Sachen, die man für den täglichen Bedarf braucht. Das ist eine wichtige Feststellung, auf die wir gleich nochmal kommen werden. Und hier sehen wir, dass der Nasdaq jetzt aus seinem langjährigen Aufwärtstrend hinausgefallen ist. Und achten Sie mal auf das Volumen, das Sie unten in dem Chart sehen. Also wir sehen da noch nicht wirklich Panik. Wir haben nicht wirklich extrem hohe Volumina, das ist also nicht so, dass da jetzt irgendwie so der letzte Rush, die letzte Panik-Squeeze die Leute aus dem Markt schüttelt. Ja, die Volumen sind etwas gestiegen, aber es ist eben nicht so, dass wir jetzt schon wahrscheinlich den letzten Aufwasch von Panik gesehen haben. Das ist wahrscheinlich noch vor uns. Und unten sehen wir übrigens den Dow Jones Transports auf monatlicher Basis. Hier sehen wir einen Fehlausbruch nach oben und möglicherweise ist da ein ziemlich tiefer Fall noch vor uns. Und dieser Dow Jones Transports gilt ja nach der Dow-Theorie als wichtiger Frühindikator für das, was kommen kann, für die Konjunktur vor allem. Wir hatten ja überraschenderweise das BIP in den USA im ersten Quartal negativ. Und kommen wir jetzt nochmal zu den FANG-Aktien zurück, also zu den Tech-Aktien. Dann zeigt sich, dass wir das erste Mal jetzt bei den sogenannten FANG-Aktien, also hier mit 2A, Apple, Amazon, Netflix, Google und Facebook, ohne Microsoft, diesmal haben wir jetzt 0% Real Revenue, also praktisch Revenue Growth, also praktisch kein reales Umsatzwachstum mehr, wenn wir mal die Inflation abziehen würden. Also das ist das erste Mal, dass das jetzt in zwei Dekaden passiert. Das heißt, da ist möglicherweise fundamental auch ein kleines Problem bei diesen Dickfischen, die eben die Indizes, die Schwergewichte aus dem Tech-Sektor, die die Indizes hier oben gehalten haben. Hier sehen wir jetzt mal den SPY, das ist das maßgebliche S&P 500 ETF, und hier sehen wir, da ist ein bisschen Korrektur passiert, aber wir sind noch weit, weit entfernt von den Hochs, die wir kurz vor dem Corona-Crash hatten. Also da ist vielleicht noch sehr, sehr viel Luft. Da haben wir gerade erst begonnen. Warren Buffett hat jetzt am Wochenende gesagt, die Märkte haben eine außergewöhnliche, da sind außergewöhnliche Dinge passiert, die eher mit Casino oder Gambling zu tun haben, als faktisch mit Märkten. Dafür ist die Wall Street verantwortlich, die praktisch den Aktienmarkt zu einem Gambling, zu einem Zockerspielplatz gemacht hat. Und Bill Gurley hat gesagt, eine ganze Generation von Entrepreneurs und Tech-Investoren hat sich daran gewöhnt, dass man sozusagen in einem absoluten Bullenmarkt agiert mit solchen Bewertungen. Das
zu lernen, das dann schmerzhaft zu erfahren, dass das wahrscheinlich eine Ausnahmesituation war, wird sehr schmerzhaft, überraschend und wird viele auf dem falschen Fuß erwischen. Dem kann man sich nur anschließen. Eine, die das derzeit ganz böse auf dem falschen Fuß erwischt, ist meine zweitbeste Freundin, nämlich die gute Cathy Wood, die mit ihrem ARK Innovation jetzt den schlechtesten Monat im April hatte mit minus 29%. Jetzt kam nochmal Teladoc hinzu, eine Aktie, die sie nochmal kürzlich verstärkt hatte. Jetzt hat sie ja Teladoc kürzlich bezeichnet, also die werden sich verzehnfachen. Und worauf stützte ihre Analyse? Auf einem Wall Street Most Brilliant Analyst, also auf dem brillantesten, auf einer Analyse des brillantesten Wall Street Analysten. Der ist aber seit 3,5 Jahren bei ARK Innovation selber angestellt. Und wie alt ist der? 25 Jahre alt. Und der ist vor 3,5 Jahren direkt vom College zu ARK Innovation gekommen. Also ein Typ, der keinerlei Erfahrung hat, der all das bestätigt, was hier Gurley und Warren Buffett gesagt haben, Casino und vor allem, das hat mit der Realität nichts zu tun, was da passiert ist. Das zeigt praktisch exemplarisch, was da los ist. Deswegen auch immer meine kleinen Freundlichkeiten gegenüber meiner zweitbesten Freundin, weil es so symptomatisch ist, was da passiert, weil es eben zeigt, dass hier schlichtweg ein paar Leute am Start sind, die noch nie anderes gesehen haben als Blase und die natürlich dann ein Problem kriegen, wenn diese Blase zu platzen droht. Hier sehen wir mal FANG Stock Market Cap, also praktisch die Marktkapitalisierung der FANG Stocks ist deutlich runtergekommen, hat aber noch Platz, bis wir da auf dem Niveau vielleicht wären, kurz vor dem Corona-Crash, da waren die Aktienmärkte ja damals schon, nämlich im Januar 2020 auf einem Allzeithoch. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Dann kam der kleine Crash, dann kam die Fed, hat gesagt, we all go all in, we kaufen everything. Und dann sind die Märkte nach oben geschossen durch diese Liquidität. Das Problem der Märkte ist jetzt, dass diese Liquidität rausgezogen wird. Dazu gleich mehr. Unten sehen wir mal Combined Stocks and Bond Returns. Also das, was kombiniert jetzt die Anleihenmärkte und die Aktienmärkte zustande gebracht haben. Auch hier das Schlechteste seit der Finanzkrise. Jeremy Grantham hat jetzt ein Kursziel so im Bereich 2500 Punkten. Das wird manche erschrecken. Der Trend, sagt er, liegt bei 2500 Punkten im S&P 500 und ich würde erwarten, dass das so auch kommen wird. Wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, dann wäre es eigentlich jetzt keine dramatische Entwicklung angesichts der Kurssteigerungen, wenn wir wirklich auf 2500 fallen würden. Was jetzt natürlich wie eine Katastrophe anmutet, wäre eigentlich im historischen Kontext durchaus normal, durchaus nachvollziehbar. Und worum? Warum haben die Märkte so ein Problem? Es geht um die Fed, es geht um die Zinssorgen, die man hat. Wir haben jetzt sogar eine 40%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed am Mittwoch dann die Zinsen um 0,75% anheben wird. Ich halte das für unwahrscheinlich. Die Fed wird 0,5% anheben und vielleicht sehen wir dann ja eine Erleichterungsrallye. Guckst du, sie haben nicht 0,75% angehoben. Das wäre durchaus möglich. Dennoch haben wir einen Riesenabstand noch zwischen dem Nasdaq 100 und den Rate Hike Expectations, also den Erwartungen, wie die Zinsen steigen werden. Eines ist entscheidend, die Fed, die hat ja sozusagen nochmal die Aktienmärkte gerettet in diesem Corona-Crash durch Liquidität. Jetzt gibt es Berechnungen von Cross-Border Capital, die sagen, jede 100 Milliarden Dollar, die die Fed an Liquidität zugeführt hat, vor allem durch Anleihekäufe, hat um und bei 50 Punkte im S&P 500 gebracht. Wenn die Fed jetzt das tut, was sie gesagt hat, nämlich 95 Milliarden Dollar pro Monat über die nächsten 2 Jahre aus den Märkten herauszuziehen, sie will ja Anleihen, Staatsanleihen, die sie, Treasuries, die sie in ihrem Depot hat, auslaufen lassen auf der einen Seite und sie will perspektivisch die sogenannten Mortgage-Backed Securities, diese hypothekenbesicherten Anleihen, dann aktiv auch verkaufen. Das alles dann ein Volumen von 95 Milliarden Dollar pro Monat und dann würde das bedeuten, dass die Wall Street noch 27% fallen müsste. Das ist eine, finde ich, nicht uninteressante Berechnung. Kommen wir nochmal zu diesem General, der jetzt am Freitag angeschossen wurde, respektive Donnerstag nachbörslich, Emerson. Da zeigt sich, dass eben ein solcher Technik- oder Tech-Dickfisch nicht immun ist für Macroeconomic Slowdown, also für wirtschaftlichen Abschwung, ebenso wie andere Einzelhändler, vor allem E-Commerce ist davon betroffen.
Denn die Leute verzichten auf das, was nicht wirklich zwingend notwendig ist. Und das, was nicht zwingend notwendig ist, das wird gerne und meistens über E-Commerce sich ins Haus geholt. Das ist das Problem, das Amazon und viele andere auch haben werden, das auch Apple bekommen wird. Hier sehen wir mal, 70% der Konsumenten, so eine Umfrage, haben sich jetzt entschieden, auf günstigere Alternativen umzusatteln, wenn es um Essen geht, wenn es um Haushaltsdinge geht. 40% sagen, ich werde jetzt Käufe verschieben, so etwa wie Reisen, Furniture, Electronics, also Möbel, Elektronikgeräte etc. Und deswegen bin ich nach wie vor der Überzeugung mit Andreas Steno Larsen zusammen, dass man Consumer Staples gegenüber Consumer Discretionary übergewichten sollte. Also die Dinge, die die Leute faktisch brauchen, nämlich Nahrung, Getränke, diese ganz langweiligen Dinger, die sonst sich nicht allzu großer Beliebtheit erfreuen, das könnte gut performen. Und wir sehen, das hat jetzt, diese Lücke hat sich jetzt komplett geschlossen. Consumer Staples entwickelt sich besser, deutlich besser. Das sind diese defensiven Werte gegenüber Consumer Discretionary. Das sind die Werte, die Dinge anbieten, die man kaufen kann, aber nicht zwingend kaufen muss für sein tägliches Leben. Dementsprechend ist das vielleicht der Trade, der in der nächsten Zeit nochmal wirklich angesagt bleibt. Goldman Sachs, und das würde mich als Bulle ein bisschen skeptisch stimmen, hat jetzt 10 Gründe genannt, warum jetzt das Schlimmste vorbei ist. A, und das ist natürlich ein technischer Punkt, die Blackout Period wird jetzt immer weniger. Das heißt, die Unternehmen, immer mehr Unternehmen sind jetzt wieder in der Lage, ihre eigenen Aktien zurückzukaufen. Das war ja vor kurzem oder in den letzten Wochen noch auf dem Hochpunkt, dass das nicht möglich war, für die meisten Unternehmen nicht möglich war. Wir sehen den Sentiment Indicator bei minus 2,2. Von 687 Wochen war es nur 14 Mal niedriger, also es ist natürlich eine bärische Stimmung, gar keine Frage. Das sehen wir in so vielen Bereichen, auch bei den Privatinvestoren in den USA. Und wir sehen hier mal den VIX, der jetzt oben im RSI eine negative Divergenz hat, der jetzt an eine Trendlinie rankommt. Unten in dem Chart, oben in dem Chart sehen wir den S&P 500, der jetzt praktisch ja das Tief angelaufen hat aus Februar, März. Und auf der anderen Seite oben im RSI eine positive Divergenz hat. Also da kann durchaus was kommen, zumal das sogenannte Net Bullish Sentiment, also nicht nur Retail, sondern auch Institutional, relativ bärisch ist. Das ist keine Frage, dass wir hier Counter Rallies sehen können, impulsive Counter Rallies innerhalb eines intakten Bärenmarktes. Das ist die jederzeit drin. Hier sehen wir mal, dass wir jetzt wieder massive Ausflüsse aus den Aktienmärkten hatten, so stark wie seit dem März 2020 nicht mehr, also seit dem Corona-Crash nicht mehr. Und oben sehen wir mal den S&P 500 mit Fibonacci-Linien. Da sind wir dabei, jetzt gerade das 23,6er Fibonacci-Retracement-Level zu brechen oder eben zu halten. Das werden wir sehen. Wenn das gelingt, dann können wir nochmal ein bisschen Luft nach oben entwickeln, eben vielleicht, weil die Märkte zu hawkisch sind jetzt in Sachen Fed-Erwartung. Da hat man sich ja kürzlich seitens der Banken übertroffen, die werden mehrfach dann 0,75% die Zinsen annehmen. Das wird die Fed vielleicht nicht machen, aber sie wird jetzt erstmal in 0,5er Schritten wahrscheinlich vorgehen. Hier sind, und das ist ein wichtiger Faktor, nochmal Optionsniveaus. Da sind wirklich mechanische Prozesse am Start, gerade für die Market Maker, die sich absichern müssen. Und hier wäre es zum Beispiel für den S&P 500 positiv, bei 4.281 geht er da drüber. Negativ wäre der Bruch der 4.083, denn dann müssten eben die Market Maker sich abhatchen, müssten selber short gehen, um hier mögliche Verluste einzudämmen. Beim DAX wäre das übrigens ein Level to Buy bei 14.549, da sind wir noch ein bisschen entfernt. Kommen wir abschließend, nachdem wir jetzt also dieses Marktszenario skizziert haben, das darauf hindeutet, dass wir in dieser Woche eine Erholung sehen können, aber innerhalb eines Bärenmarktes, und wir werden wahrscheinlich noch im Mai neue Tiefs sehen. Wir werden also tiefere Kurse sehen als derzeit, aber jederzeit drin eben, dass wir vorher noch eine Erholung sehen, bevor wir dann diese tieferen Kurse sehen werden. Irgendwann wird die Fed wahrscheinlich dann umsteuern, weil sie sagt, ups, jetzt ist ein bisschen viel, aber wir sehen auf der anderen Seite, wie viel Fallpotenzial da noch wirklich vorhanden ist, wie weit wir von den Hochs kurz vor dem Corona-Crash waren, das ist ja nach wie vor erstaunlich. Und Chinas Wirtschaft hat ein Problem, das haben jetzt am Wochenende die Einkaufsmanager-Indizes gezeigt, Manufacturing 47,4, schlechter als erwartet, alles unter 50 ist der Schrumpfung, Non-Manufacturing 41,9,
Das ist schon wirklich herb, was da durch diesen Lockdown entsteht. Und Jörg Wuttke, der Präsident der EU-Handelskammer in China, hat klargemacht, Chinas Führung fliegt ihr eigenes Narrativ um die Ohren. Darum geht es. China hat der eigenen Bevölkerung ja ständig erzählt, guckst du, wir haben es geschafft, Corona zu besiegen. Der Westen schafft es nicht, weil die sind ein bisschen doof. Wir sind stark, wir haben das beste Regierungs- und Gesellschaftssystem. Jetzt kommt Omikron und man will an diesem Narrativ festhalten. Guckst du, wir haben alles unter Kontrolle. Deswegen diese harschen Maßnahmen, das hat mit dem Westen relativ wenig zu tun. Indirekt vielleicht, weil man dem Westen zeigen will, dass man eben total effektiv ist und scheitert jetzt wirklich auf ganzer Linie daran, macht seine eigene Wirtschaft kaputt und bringt richtig die Dinge in Unordnung, Lieferketten etc. etc. Jetzt nochmal kurz zu Russland. Deutschland hat gesagt, dass man jetzt wohl bis Ende Sommer in der Lage sei, auf russisches Öl zu verzichten. Und man hat jetzt schon russische Energieimporte bei Öl auf 12% reduziert, Kohle auf 8% und Gas 35%. Wir haben jetzt Aussagen von Lavrov, der gesagt hat heute Nacht, dass also die meisten zugestimmt haben mit diesem Prozess der Rubelumwandlung. Die können also in Euro und Dollar zahlen und dann wird das in Rubel umgewandelt. Und er sagt, und das ist sehr, sehr wichtig, wir gehen nicht davon aus, dass wir bereits im Krieg mit der NATO sind. Das sagen ja viele der hochrangigen Militärs, die sagen, lasst uns endlich mal richtig Krieg führen. Und faktisch sind wir mit der NATO bereits im Krieg. Und das wäre dann die totale Eskalation, ein Krieg zwischen Russland und der NATO. Selbst wenn jetzt die Russen eben sagen, wir sind im Krieg mit der NATO, wäre das eine ganz gefährliche Konfrontation. Also Lavrov schließt sich dem nicht an, der Kreml schließt sich diesen Forderungen der Militärs nicht an. Interessant war der Blick auf Öl, da wird sich bald etwas Großes tun, entweder nach unten oder nach oben. Aber das läuft so zu, da wird richtig etwas passieren. Und passieren wird auch bei der EZB vielleicht etwas. Jetzt hat sich de Guindos, der gesagt hat, ja, der Vizechef der EZB, vielleicht könnten wir im Juli um 0,25% die Zinsen anheben. Dann wäre die fast bei 8% liegende Inflation natürlich sofort gekillt und tot. Jetzt hat er das zurückgenommen. Ja, das hält er aber für unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Und der Lagarde hat ihm da wahrscheinlich ins Gewissen gesprochen. Habe ich übrigens schon erwähnt, dass ich für die Abschaffung der EZB bin? Ich glaube, nein, ich will es diesmal tun. And the ECB ist das Hashtag. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Dinge, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Erstens Marcel Fratscher, hier unten Zeitgeist-Symptom, Ideologie, Intoleranz und Inkompetenz. In einem Artikel von meinem Kollegen Georg Habenich, der zeigt, warum wir immer bei Finanzmarktwelt gegen den guten Marcello Fratscher schießen müssen, denn der Mann richtet so viel Schaden an, so viel geistige Verwüstung mit diesen drei Ideologie, Intoleranz und Inkompetenz, die er wirklich paradigmatisch vereinigt. Und dann Tesla wird sich halbieren, Bewertungen viel zu hoch. Hans Bernecker, ein Veteran der Börse, der sagt, also das wird nicht lange gut gehen und dieser Prozess hat bereits begonnen. Diese zwei Dinge werde ich Ihnen also unter dem Video verlinken. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.